Okay, die am meisten von mir gehasste Person. Oh, das ist viel zu leicht. Simpel. Genau. Harry Tang? Ah. Harry Tang? Komm schon. Sein können. Keine Ahnung, es tut mir leid. Schon okay, das ist ein saudummes Spiel. Nein, also. Nein, Augenblick mal. Er hat am meisten Bryce Larkin gehasst. Von dem muss er dir doch mal was erzählt haben. Der Typ tat so, als wäre er sein Freund, um dann Chucks Freundin zu vögeln und ihn aus Stanford schmeißen zu lassen. Wenn Chuck Han Solo ist, dann ist Larkin sein Boba Fett. Na dann lebt wohl. Sicherheitsverstoß. Alle Daten werden gelöscht. Larkin ist da drin! Larkin, machen Sie auf! Sie haben keine Chance, hier lebend rauszukommen! Also öffnen Sie die Tür! Die Tür sprengen! Alles klar! Larkin! Ich wiederhole, Larkin ist auf dem Dach. Ich brauche eine Bestätigung. Bryce, ich weiß nicht, worauf du hinaus willst. Du weißt nicht, was mit ihm war? Bryce und Sarah waren ein Paar. Bewegung. Zu spät, Casey. Nur so, ich dachte, dass das die womöglich letzte Chance ist, die Wahrheit von dir zu erfahren. Ich weiß, dass du hier nur deinen Job machst, aber manchmal fühlt es sich so echt an, okay? Also sag mir, das mit uns kann das auch ohne diese Undercover-Geschichte irgendwann eine Zukunft haben? Tut mir leid, Chuck. Nein. Alles klar. Danke vielmals für deine Ehrlichkeit. Auch wenn die ja nicht ganz freiwillig war. Schmeckt lecker. Hey, Chuck. Mit dir habe ich irgendwie gar nicht gerechnet. Sarah. Wenn du denkst, dass du draufgehst und du dein Leben an dir vorbeiziehen lässt, du verstehst schon, oder? So war das natürlich gar nicht bei mir gestern, aber da war so eine Liste, eine wichtige Liste, eine Liste von Dingen, die noch auf mich warten und von Dingen, die noch nicht zu Ende gedacht sind. Und heute will ich anfangen, Dinge von dieser Liste zu streichen. Und das ist jetzt das Erste, was ich mir vorgenommen habe. Wir werden Schluss machen. Was? Du weißt schon, so ein falsches Schluss machen für unsere falsche Beziehung. Ich krieg das einfach nicht mehr hin, verstehst du? Je länger das geht, je länger wir versuchen, den Menschen vorzumachen, dass wir ein echtes Paar sind, desto mehr merke ich, dass ich mir etwas
vormache. Ja? Ich wollte nur wissen, als das Gift in dir war, hast du da irgendwas Gefährliches gesagt? Nein. Vielleicht wäre das passiert, wenn ich nicht gelernt hätte, Wahrheitsdrogen zu widerstehen. Okay, Intersect. Ich brauche einen Geistesblitz. Zeig mir, was ich tun soll. Hast du irgendwas gesehen? Nein, gar nichts. Komm schon, Baby, lass mich jetzt nicht im Stich. Okay, es reicht, verschwinde. Ich versuche allein, sie zu entschärfen. Nein, ich werde nicht ohne dich gehen. Verschwinde, das ist dein Befehl. Nein. Ich sagte, verschwinde. Oh, ich verstehe. Du willst also auf mich schießen, damit mich die Bombe da nicht umbringt. Echt toller Plan. Wieso bist du nur so dickköpfig? Ich würde es eigentlich eher als Mut bezeichnen. Ich weiß zwar nicht, woher das kommt, aber ich denke, du bringst das Schlimmste in mir zum Vorschein. Und du in mir. Es war schön, dich zu kennen. Tja, die gute Nachricht ist, wir leben. Und die schlechte ist, dass das irgendwie gerade ein ziemlich peinlicher Moment für mich ist. Und für mich war das ein ziemlich schöner Moment. Wollte ich ja nur sagen. Ja, Sir, wir sind soweit. Ihr seid auf alles gefasst. Wir wissen immer noch nicht sehr viel über den Inhalt des Kastens. Wer Yari auch erschossen hat, wollte wahrscheinlich an die Lieferung ran. Und er wollte nicht, dass Yari redet. Alles klar. Es sieht gefährlicher aus, als es ist. Die Uhr war kein Zeitzünder. Sie hat nur die Sauerstoffzufuhr bemessen. Es geht gleich los. Nur noch eine Sekunde. Na, hoffentlich. Ich habe schon Wurzeln an den Füßen. Captain, die Dekodierung ist abgeschlossen. Alle Systeme laufen stabil. Wir erwarten keine Überraschung. Hier spricht Sarah. Hinterlassen Sie eine Nachricht. Hi, hier ist Chuck. Natürlich bin ich es, Chuck. Ich will nur wissen, ob du heute vielleicht mit mir ausgehen willst. Und mit ausgehen meine ich ohne GPS, ohne Wanzen, ohne Anstandswauwau. Nur wir beide allein. Hatte ich die nicht umgelegt? Wir könnten ja in Sabaru gehen. Die haben da gerade eine neue Pizza nach Morgan benannt und... Naja, da wollte ich ihnen etwas unterstützen. Also, okay. Mach's gut.